Moin moin, liebe Zuschauer und moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was haben wir heute vor? Wir frieren uns heute richtig den Arsch ab, oder Dominik? Hoffe ich natürlich nicht, dass wir uns den allerwertesten abfrieren, aber doch, eigentlich tun wir es, ne? Eigentlich schon. Wir haben so ein paar Sachen dabei heute, die uns das Leben erleichtern sollen, da kommen wir später noch zu. Nein, was haben wir vor? Wir wollen natürlich, ihr seht es im Hintergrund, nee, könnt ihr noch nicht sehen, so weiß ist die Wiese gar nicht. Es hat den ersten Schnee gegeben und das heißt, wir gehen natürlich raus auf Quappe. Das ist heute das Ziel. Ob es funktioniert, Dominik, bist du zuversichtlich? Der erste Frost, von der Zeit her müssten wir eigentlich schon seit Wochen eigentlich Quappen fangen, aber es ist halt so spät kalt geworden. Von daher sind sie noch gar nicht so richtig am Fressen, die Quappen. Aber sie müssen jetzt eigentlich, weil bald ist auch schon wieder Laichgeschäft. Von daher, also ich bin optimistisch. Heute Morgen habe ich noch was anderes gesagt, ich weiß. Aber jetzt sind wir an der Stelle, wo wir schon gefangen haben. Und ich lege mich fest, haben wir eigentlich wieder eine Banane dabei? Nee, heute, okay. Heute nicht. Dann kann es nichts werden. Ne? Dann wird es nicht ganz so gut, aber wir werden 3 Quappen heute fangen. Ja, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit der Stellenwahl. Dafür haben wir uns dann entschieden, wir gehen an der Stelle, wo wir ja schon Quappen gefangen haben. Keine Experimente heute, da es der erste Ansatz ist. Ich bin auch gespannt, ich habe auch ein gutes Gefühl, das sage ich nicht oft. Ja, und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal auf und auf geht's. Hier kommt die Einheit, man kennt sie Bein bei, bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit, Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Na Florian, das Schöne ist, wenn du wirklich mal wieder nach einem Jahr, nein nicht nach einem Jahr, aber nach langer, langer Zeit deine Ansitzruten hier rausholst und es ist schon vormontiert. Also kennt ihr sicherlich auch, total geil. Muss man natürlich immer noch mal gucken, ob der Knoten noch so passt, aber das sieht alles ganz gut aus. Also braucht man nicht groß aufbauen jetzt hier und kalte Finger kriegen. So, was fischen wir denn heute mal? 80, 60, was nimmst du? Ich habe 80. Ich glaube, ich werde auch mal mit 80 starten. Hier ist ein bisschen Druck drauf auf der Stelle. Aber das werden wir ja sehen. Dadurch, dass das jetzt ein Birnblei ist, wandert es sowieso ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch einen Tiroler Hölzel dabei habe. Naja, wir gucken mal. So, also ganz einfache Montage hier, kennt er von uns. Wobei Florian auch immer anders fischt, das können wir auch nochmal gleich erwähnen. Ich fische hier immer tatsächlich einen Anti-Tangle-Boom. Ganz normales Birnblei, kleine Stopperperle, um den Knoten zu schützen, dass das Blei nicht immer auf den Knoten raufschlägt. Ganz wichtig für unsere Anfänger. Kleiner Einhänger und ein ganz normales Aalvorfach. Und da nehme ich heute tatsächlich, was fische ich denn, sage ich euch sofort, da fische ich einen Zweier mit einer 0,35er Stärke. So, und da wir heute nur mit Tauwürmern fischen, weil wir auch noch die Chance haben möchten, vielleicht eine andere Fischart zu fangen, denke ich auch, dass das mit dem Aalhaken ganz gut funktionieren wird. Schauen wir mal. Wir fischen nur mit Tauwürmern, weil wir es verpennt haben, uns so rechtzeitig um Köderfische zu kümmern. Musst du das immer verraten? Musst du den Zuschauern alles verraten? Wir sind doch bestens vorbereitet. Das muss ich hier nochmal der Fairness halber erwähnen. Ja? Aber ich finde sowieso der beste Köder auf Quapper. Dominik sieht das ein bisschen anders, aber ich denke, heute werden wir es nochmal sehen. Der Tauwurm wird es reißen. Denn was wollten wir heute eigentlich ursprünglich machen? Sag's. Kann man ja auch mal sagen, jetzt wurde schon angeschnitten. Ja, hast du recht. Was wollten wir machen? Sag's ruhig, hau raus. Ja, wir wollten heute tatsächlich einen schönen Köderfischansitz auf Hecht machen und da hätten wir wahrscheinlich auch was gefangen. Aber ja, wir waren jetzt unter der Woche mit Johnny nochmal essen in Bielefeld und hatten wir hier und da noch irgendwie einen kleinen Termin und ruckzuck hat man es wieder vergessen, die Köderfische zu bestellen. Gefangen haben wir sie hier tatsächlich nicht. Wir haben sie online bestellt und sie werden wahrscheinlich jetzt pünktlich morgen auf den Montag ankommen. Nein. Aber nächstes Wochenende haben wir auch schon wieder was vor, von daher wird es jetzt noch ein bisschen dauern. Aber das kommt auch noch. Also man muss auch dazu sagen, ich habe kläglich versagt. Ich war noch mal einmal los mit der Winkelpicker, wollte ein paar Rotaugen für uns rausziehen, hat nicht geklappt. Ist einfach schon zu kalt, ist wie es ist. So, der Dominik ist schon fleißig am Aufbauen. Ich fange jetzt auch an. Fliegt die rüber? Hä? Fliegt die rüber? Was fliegt rüber? Deine Rute. Ach so. Nee, auf keinen Fall. Also ich sag, die Quappen ziehen hier direkt bei uns am Ufer lang. Haben sie zumindest in den anderen Jahren auch. Und ich denke, das wird dies Jahr auch so sein. Ein Vorteil oder besser gesagt eine Änderung zu dem, als wir letztes Mal hier gefischt haben. Die Nadeln des Wehres sind noch nicht gezogen. Das heißt, der Wasserstand ist noch deutlich höher. Ich find's gut. Ob sich das positiv auswirkt, werden wir erleben. Also dann haben wir doch das Wichtigste heute dabei, Florian, oder? Schöne, was meinst du, die Würmer? Schöne, saftige, knaftige, ach komm schon hier, Tauwürmer, herrlich. Da muss aber noch was ran, das weißt du ja wohl hoffentlich, ne? Kennst du mich anders? Habe ich schon mal Wurm ohne
Zusatzgeschmack gefischt? Ich glaube nicht. Wo hast du denn deine Literkanne? Die muss doch hier irgendwo die, versteckt sein. Die ist sein. Da unter versteckt, so weit, dass man sie nicht riechen kann. Ja, irgendwo unter den schönen Aalkoffer hier, ja, ne? Ja, bestimmt. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, Leute, ob ihr auch noch so einen richtig schönen alten Aalkoffer habt. Also wir vom Fishing Team Highlight, wir feiern sowas ja hier so ein bisschen oldschool. Genau, ne? Steht auch ein anderer Name drauf, das ist nämlich die von meinem Vater und da steht Aal, da steht noch drauf Grund. Siehst du, also ich glaube, die Kiste ist auch schon 30 Jahre alt, mindestens. Dürfen, aber dürfen wir in diesen heiligen Kasten mal reinschauen? Na, ist lieber nicht, aber mach ruhig. Guck ruhig rein. Ja, unten einmal, nee, unten. Ja, ja. Das ist ja hier, nee, der war hier, das ist ja hier eine Schatztruhe hier. Nee, du hältst fest, da. Also. Oh. Nur Scheiß. Nee, sag, öffne dich. Ja, aber guck mal, das ist doch alles das, was ein Aalangler braucht hier. Eine Ködernadel, wichtig und richtig. Guck mal, du fischst ja sogar auch hier so kleine Anti-Tangle-Booms. Hab ich mal. Da ist alles drin. Aha. Du kennst ja meine Montage, die zeige ich gleich mal. Ja, du, mehr braucht man nicht. Aber ein wichtiges Detail fehlt hier. Und zwar das Lockstoff. Hier, du hast doch schon drauf gewartet. Aha. Du hast doch schon drauf gewartet. Ja, also Aalspray, ihr habt es ja schon in den Videos bei den Aalansitzen gesehen. Absolutes Muss bei mir beim Tauwurmangeln und auch auf Quappe hat es bislang immer gut funktioniert und ich hoffe heute auch. Florians Männerparfüm, ne? Dein Aftershave. Habe ich schon die Story eigentlich erzählt, wo ich mein Gesicht mit Antibrumm einsprühen wollte und habe dann dieses Aalspray dunkel. Ja, das war beim letzten Aalangeln, glaube ich, hast du das gemacht. Ich glaube, 3 Wochen habe ich gebraucht, bis ich diesen Geruch wieder aus der Nase hatte. Ja, das glaube ich dir, du. Ne? Das war minimal widerlich. Also aufpassen, kann ich keinen empfehlen. So, Quappenangeln jetzt. Abfahrt. Dein Ernst? Scheiße. Was ist das denn? Wir haben eiskalt durchgebrochen, Florian. Hä? Guck mal da. Das tut mir jetzt echt leid, aber das darf doch auch nicht sein. Guck mal, dein ganzes Gesicht leuchtet, Florian. Also das ist mal, Alter. Das ist mal wirklich ein Fail, ne? Hast du ein Taschentuch mit oder so? Ja. Gut, wir müssen mich erstmal sauber machen. Wir müssen mich erstmal sauber machen. Film mal, wie ich das Knicklig knicke. Du bist ein richtiger Experte, Alter. Das tut mir so leid, ehrlich. Aber es ist so lustig. Film mich mal kurz, wie ich das Knicklig knicke. Oh, es tut mir echt leid, aber man muss wirklich vorsichtig sein, sowas soll man natürlich nicht in die Augen bekommen. Ah, gut. Die Brille hat aber nichts abgekriegt. Habe ich noch was in der Fresse? Ah, warte mal. Nee. Es leuchtet trotzdem, alles, ne? Aber rot. Ist normal. Oh, ey, oh Mann, das ey. War schon wieder Motto. Oh. Ruhe raus, wa? Ruhe raus, der Spaß hört auf, genau. Kennt ihr das auch, dieses Klingeln? Das hört man noch nachts im Bett, auch wenn man schon wieder zu Hause ist. Ich hab's vermisst so ein bisschen. Ich war ja nicht einmal auf Aal los. Letzte Mal mit dir auf Quappe, glaube ich, Dome. Ansitzen. So. Schande über dein Haupt. Schande über mein Haupt. Normalerweise ja Schaschlik-Methode. Dafür ist es mir aber noch ein bisschen zu früh. Wir gucken jetzt erstmal einen halben und gucken mal, vielleicht geht ja noch ein Döbel oder vielleicht auch noch was anderes. Erstmal einen kleinen halben Tauwurm. Bewegt sich noch schön. Da kommt auch noch nicht mein Lockduft dran, aber die Rute fliegt jetzt erstmal ins Wasser. Jo, ganz schön gewicht drauf. Da ist doch ganz schön Zucht drauf, ne, Dome? Rute wird schön ufernah postiert, weil die Quappen hier am Ufer natürlich langziehen, um nach Nahrung zu suchen. Und alle anderen Fische natürlich auch. Wir sind gespannt, ob wir heute Fischkontakt kriegen oder nicht. Wie gesagt, gutes Gefühl. Nächste Rute. So, irgendwie riecht es hier komisch. Eieieiei. Alles klar. Na, ich war ja auch schon Spinnfischen heute, da darf so ein Fuß mal riechen, ne? Aber ich angel hier nicht mehr in der Kälte ohne meine Thermopads, Florian, das sage ich dir, wie es ist. Die Dinger haben mir nämlich jetzt auch den Allerwertesten gerettet, als ich die ersten Nächte im Bus verbracht habe. Kannst du überlegen, ob du auch welche haben willst. Ich habe reichlich mit. Unbedingt. Schöne kalte Füße, gibt nichts Schlimmeres. Genau, Sohlenwärmer. Komm jetzt hier schön
in meine Schuhe rein. Ihr wisst ja mittlerweile von uns, die reagieren ja mit Sauerstoff, sprich man braucht sie nur auspacken. Und dann werden sie bis zu 60 Grad warm und das ganze 8 Stunden. Und es gibt nichts Schöneres, als in der Kälte warme Schuhe zu haben. Das sage ich euch, wie es ist. Vor allem, weil die Dinger einfach nur ein Apfel und ein Ei kosten. Florian, bedien dich. Ich habe ordentlich mit. Ich habe Handwärmer dabei. Ach nee, warte mal, das sind Zehenwärmer, ne? Das sind Zehenwärmer. Die kannst du dir bestimmt auch in der Hand. Kannst du auch zwischen die Pobacken schieben. Ne? Und ich habe auch Fußwärmer dabei. Du kannst dir aussuchen, was du nimmst. Du kannst auch alles nehmen. Ich werde beides probieren. Wir können dich richtig vollkleistern damit. Das ist gut. Nicht, dass ich noch schwitze. Genau. Ach, so. Herrlichkeit. So, da wir die Handwärmer zu Hause vergessen haben, gibt es jetzt eine Alternative für mich. Denn, wie wir gelernt haben, reagieren die ja mit Luft. Und jetzt werde ich mir schön zwei von diesen Zehenwärmern in die Jackentasche stecken. Und da ich meine Hände sowieso heute, ja, eigentlich hauptsächlich in der Jackentasche habe, außer es beißt natürlich, habe ich da auch nochmal schön warme Hände. Das werde ich jetzt tun. Ich nehme auch welche. Du nimmst auch welche? Möchtest du auch welche haben? Oh, der ist schon warm. Gut, ne? Ja, frieren ist das Schlimmste, ne? Also wie auch hier mit dem Thermoanzug. Das macht das auch keinen Spaß. Hier, andere Tasche. Danke. Wunderbar. Ja, Leute, der erste Biss. Vom Licht her könnte es tatsächlich schon eine Quappe sein. Wir müssen das jetzt mal genau beobachten. Oft ist es so, die klingeln nur ein, zwei Mal und hängen dann. Dann wippen die nur noch so ganz leicht hin und her. Aber ich glaube nicht, dass die hängt. Oder ein Kau lieber. Biss. Ja, hat dreimal kurz gebimmelt, aber da wir eh gleich Köderkontrolle machen wollten, beziehungsweise nochmal scharf machen wollten, lasse ich die jetzt nochmal kurz ruhen. Vielleicht hängt ein kleiner Fisch dran, das werden wir gleich sehen. Und ja, falls es doch eine Quappe ist und sie sich nochmal ein bisschen stärker beißen sollte, dann werdet ihr es sehen. Glaube ich aber nicht. Komm, wir setzen uns wieder hin. Ja, Leute, schon wieder bis auf der gleichen Route. Wo bist du jetzt gerade draufgelaufen? Wir sind hier auf meine Routentasche. Fall nicht, mein Lieber. So, ich würde auch sagen, wir haben jetzt die Zeit auch gut gewartet. Wir sollten sowieso mal Kontrolle machen. Ich hole die jetzt einfach mal raus. Ich möchte fast für wetten, hier hängt irgendwie ein kleiner Kaulbarsch oder so dran. Kannst du nicht einschätzen, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Aber ich glaube, da ist gar nichts. Nee. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Aber man sieht aber trotzdem schön. Ich komme hier mal raus. Schön runtergezogen haben sie den Wurm hier. Aber ob das eine Quappe war, man weiß es nicht. Ich würde sagen, jetzt beginnt die heiße Zeit. Lass uns scharf machen, Dome. Mensch, ey, deine Funzel ist aber ganz schön her. Was hast du denn da drin? Ja, es ist meine neue. Ich kann euch gerade nicht den Namen sagen. Ich habe einfach bei Amazon nach einer günstigen Kopflampe gesucht. Meine LED-Lenser ist in die Jahre gekommen und ich wollte nicht so ganz so viel Geld für eine Kopflampe ausgeben. Und ich bin sehr zufrieden. Ich will mal den Link mal reinstellen unten bei uns in der Beschreibung. Was hatten die gekostet? Ich glaube, das waren so 25 Euro. Ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall günstig, aber gut. Verlinken wir mal in der Videobeschreibung, ne? Genau. Könnt ihr euch mal angucken. Dome kniet schon vor seiner Route. Betet für eine große Quappe. Hey, tatsächlich dachte ich gerade, dass ich einen Biss hatte. Aber war wahrscheinlich doch nur Dreck. Schade. Oh, also hier in so einem Thermoanzug auf- und absteigen ist aber immer fies, ne? Ja, hast du recht. Deine Funzel ist auch ganz schön fies gerade. Ja, ich habe auch, glaube ich, ein bisschen hell gemacht. Ah, wir müssen weiter warten. Warten, warten, warten. Wird noch kommen. Fisch. Fisch? Ja. Oh, Sheriff, Alter. Das ist er. Ich glaube, die gebe ich raus, die ist nicht so groß. Die ist gut. Ah, die Quappe! Komm her, hier. Ich wollte gerade schon wieder meckern. Oh. Ach, die Lampe ausgedacht. Ja, warte. Oh. Alter.
Florian. Geil. Schön. Die erste Quappe dieses Jahr. Du machst mich schon wieder fertig hier. Super. Schick, ne? Super schick. Geil. Zeige ich euch gleich nochmal. Dickes Petri, Flo. Petri, Dank. Erste Quappe dieses Jahr. Kein Riese, aber das macht nichts. Wir freuen uns, wie toll die auch wieder gezeichnet ist, ne, Dome? Ja, super. Schicke Leopardenmuster. Genau. Darf wieder schwimmen. Und das machen wir jetzt auch schnell. Dickes Petri. Petri, Dank. Man friert sich hier den Arsch ab, auch wenn es kein großer Fisch ist, Zielfisch. Und das ist hier auch nicht immer 100% gegeben, dass das klappt. Dome war letztes Jahr auch ein paar Mal los, bis wir die erste Quappe gesehen haben. Und heute klappt es beim ersten Ansatz, also versprich ja, doch. Du bist ja immer sehr effektiv unterwegs. Das stimmt, aber eigentlich ist auch nur Glück. Ne? Aber ihr seht, Tauwurm funktioniert. Und jetzt beginnt die heiße Zeit, schnell wieder neu montieren und raus damit. Vielleicht kommt ja noch eine. Wir würden uns freuen. Na Dome, wie läuft's? Sieht man das? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Also es ist echt mächtig kalt. Also wir haben, glaube ich, minus 5 Grad gerade. Ich bin froh, dass ich die Thermopads in der Tasche habe und in den Füßen. Aber ich bin auch froh, dass wir schon eine Quappe gefangen haben. Aber sonst hat sich nicht mehr so viel bewegt hier, ne? Also wir hatten nicht einen Biss mehr. Die Ruten sind wirklich mächtig still. Uns ist ein bisschen kalt, aber es geht noch tatsächlich. Aber das ist halt so die Winterangelei, die Quappenangelei. Ne? Das haben wir uns so ausgesucht, das macht uns eigentlich auch Spaß. Ein Fisch wäre noch schön. Vor allem würde ich ihn mir persönlich auch selber mal wieder gönnen, weil meine letzte habe ich auch vor 2 Jahren gefangen. Und letztes Jahr, vielleicht wisst ihr es noch, war ich 9-mal los und habe 9-mal geschneidert. Das habe ich noch nie geschafft. Und ich bin auch mal wieder heiß auf so einen schönen Leopard. Gucken wir mal. Eine halbe Stunde machen wir noch. Wir haben gerade noch mal frisch gemacht und noch ist nicht vorbei, ne? Oder? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja, Leute, eingepackt, dick wie ein Michelin-Männchen, kuschelig im Thermoanzug. Arschkalt heute, wirklich. Also wir haben minus 5 Grad. Ja, kleines Fazit von mir. Eine Quappe und 2 Bisse. Das war die Ausbeute heute. Ich fand es für den ersten Ansatz sehr, sehr erfolgreich, weil Doma hat es vorhin gesagt, es kann auch mal ohne Fisch laufen und das auch mehrfach hintereinander. Von daher, wir haben sie zumindest überlisten können. Noch nicht die schöne Quappe, die wir uns vorgestellt haben, von der Größe her, aber trotzdem ein schöner Start in die Quappensaison. Und ja, Dome, was hast du? Ich hatte eine Menge Spaß, auch wenn es natürlich total kalt war. Aber ich habe mich gefreut, dass wir eine gefangen haben. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier tatsächlich dieses Jahr auf Kappe gefischt haben und es ging gleich gut los. Ich muss noch ein bisschen weiter üben und machen und tun, dass ich auch noch eine kriege, aber die Saison ist jung, das geht jetzt los, die ist voll im Gange und da werden wir jetzt auch noch ein paar Mal angreifen. Ne? Genau, es soll natürlich nicht das letzte Quappenvideo für diese Saison werden, sondern das ist erst der Anfang. Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Mal los. Ja, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst uns einen Daumen nach oben da und über ein Abo freuen wir uns natürlich auch. Da würden wir uns nämlich sehr drüber freuen, denn ich bin gerade im YouTube-Studio drin. Ja? Kann man das erkennen? Hat's gebimmelt? Nee. Und im YouTube-Studio ist vielleicht auch ganz gut, weil man sieht ja auch vielleicht Daten, die wir nicht unbedingt zeigen wollen, sieht man, dass tatsächlich 70,9% aller Zuschauer nicht Abonnenten dieses Kanals sind, sondern nur 29,1. Von daher, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr einfach ein tolles Feedback da lasst und in Form eines Abos ja, uns so ein bisschen damit supportet, unterstützt und dann verpasst ihr auch keinen neuen Film mehr und wir sehen uns wieder nächste Woche. Das wollte ich nochmal sagen. Flo, hast perfekt. Du noch eine Schlussfloskel? Schlusswort, eine Floskel, habe ich eine Schlussfloskel? Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.